werden kann. Sag mal, ich muss doch auch nicht Geld zahlen, wenn ich in Aldi will. Boah, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich werde mich jetzt an die Stadthalle stellen und den Erstbesten fragen, ob ich Geld bekomme. Ja, ich scheiße auf das Licht. Und ich werde um die Ecke parken. Weil ich keinen Parkschein bezahle. So. $1000 für ein, ne? Für ein, sagen wir da mal rein, da war ja ganz ehrlich, ne? Die sehen nicht nett aus, die frage ich nicht. Die haben Helme auf, die sind nicht nett. Und Schutzwesten an, die sind auf gar keinen Fall nett. Sprechen wir das mal ein. Kannst du mir Äftel 1,2K geben? Fragezeichen. Gespeichert? Ja. Ja, das finde ich toll. Ist die Tankstelle abgefackelt. Also die Feuerwehr hier ist ja sehr toll. Kanak. Alter, wenn er auf mich schießt, ne? Mal ganz ehrlich. Nein, ich bin mit in deiner Schießerei. Ah! Ich bin gar nicht hier. Alter, komm zu mir und ich töte dich, ne? Ach nee, ich hab nichts, um ihn zu töten. Ah! Das war entgegen aller meiner Erwartungen. Ja, das ist. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts dazu. Ich halte mich auch sowas raus. Oh Gott, warte, warte. Hui, 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 hui. Hier schießt jemand, glaube ich. Ich glaube, es ist sehr gefährlich, sich hier aufzuhalten. Online. Irgendjemand online, der seriös aussieht? Nein. Darf ich? Ich kill ja leider nicht. Ich habe Angst, da rauszugehen. Die schießen. Ah. Nee, ich weiß ja nicht, von wo aus sie schießen und ob die Namen sehen oder einfach nur sehen, okay, da ist jemand, schieß mal drauf. Spannend hier, ne? Okay. Da vorne ist doch einer auf dem Dach. Ich gehe mal hier nicht raus. Ich traue dem nicht. Wer ist das? Ich weiß, dass der hinter ist. Da, hier. Okay. Er ist bewaffnet und er hat eine Rüstung. Aber ich muss hier jetzt hin. Das ist nämlich sehr wichtig. Und nicht nur mich zu verdrücken. Ich hoffe, zum Beispiel nämlich eine Kfz-Versicherung. Nein, natürlich nicht. Aber wie könnte ich denn jetzt einfach mal so ein bisschen Geld machen? Also, jetzt mir fällt nichts echt ein, weil ich muss ja überall Eintritt zahlen, ne? Und ohne ein Konto kann ich kein Geld abheben. Alter, das gibt's nicht, ne? Also ich habe ja schon heute echt krasses Glück. Ist da noch einer? Ja. Nicht nur einer.
Guck mal, was passiert, wenn ich rauslaufe. Okay, der schießt auf den und auf mich. Oh, die prügeln sich. Heute hat niemand den Checkpoint gekriegt. Oh, ich kann den Checkpoint knacken. Oh, lass mich raten. Ich brauche Geld auf der Hand, um ein Lotto-Ticket zu kaufen. Der hat doch bestimmt Geld. Ja, jetzt bin ich mit meiner Hand abgerutscht. Hey, kein Geld und Regen. Was gibt's denn Schöneres auf der Welt? Was war das denn? Okay, da hast du gerade das Geräusch hat das Auto gemacht. War aber anscheinend nicht so. Doch. Der Regen auf dem Auto. Warum hat uns da vorne nicht mehr? Creepy. Also ich guck mal. Weiter vor. Hier ist jetzt niemand mehr. Sind welche? Warum zieht das eine Waffe, wenn ich vorbeiläufe? Alles gut. Ja. Ich sag mal gar nichts. Werbetafel zu vermieden. 4 Tage, 1600 Euro. Finde ich toll. Sieht nicht so aus, als wenn hier noch Leute vorbeikämen, denen ich einfach mal so vertrauen würde. Ich glaube, ich warte mal bis morgen. Ja, und dann mal gucken, irgendwie einen Polizisten oder so, wenn ich dem sage, ich brauche nur kurz Geld, um mir ein Konto zu holen und dann kann ich ihm das wieder zurückgeben. Weiß nicht, dem würde ich vertrauen, aber ich weiß nicht, wenn ich denen jetzt sage, er gibt mir mal Geld, die schießen mich doch kaputt. Ja, okay, hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal wieder und bis dann, tschö. Rucke, rucke. So, hallo und herzlich willkommen hier. Hallo! Ja, genau, mit Niklas. Hallo. Wieder zu Let's Play SAMP Live Your Dream. Mit Niklas nochmal, ne? Jetzt das hallo! Genau, der sich für heute ganz viele spannende und exklusive Gesprächsthemen ausgedacht hat, damit es heute nicht langweilig wird, ne, Niklas? Gamescom. Gamescom. Okay, fang an. Also die Gamescom, die findet immer in Köln statt, wie viele schon wissen. Alter, nicht dein Ernst, oder? Das ist ja krass, Alter. Zum Glück sagst du mir das mal. Ich hätte mein Fahrrad nehmen sollen, ich bin blöd. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Und was hältst du davon? Hast du das auch das Video von DJ N gesehen über die Gamescom, über den Tag 1, wo eigentlich nur so spezielle Besucher zugelassen sind? Nein, das habe ich nicht gesehen. Genau, das war der Zelt. Das ging ganz gut bis 1 Uhr oder so und dann haben sie eigentlich alle reingelassen. Was hältst du denn davon, dass eigentlich allgemein immer jeder mit irgendwelchen komischen Tickets reinkommt, die er eigentlich gar nicht verdient hat? Finde ich nicht gut. Ich meine, das aber ja, hast sagt du der dir hier immer so 12, 13-Jährige schon mit diesen super ja, genau, Tickets laufen. Diese Tickets, genau. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Boah, das sind auf jeden Fall. Ich glaube, die kann man auch gewinnen bei welchen. Weiß ich nicht, ich weiß es gerade nicht, welche genau. Muss ich halt denkt, was? Das ist doch nicht so, oder? No. Wo es halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, damit du das bekommst. Aber halt weiß, sie haben das eh nur durch Connections. Was ich auch finde, was richtig krass ist, dass die meisten YouTuber, also die bekannteren, müssen alle mit Bodyguards rumlaufen, weil die meisten Leute sie nicht unter Kontrolle haben. Das war doch auch mal bei Gronkh, damit die den aus der Menge ziehen mussten. Ne? Ich weiß nicht mehr, wann vor 1 oder 2 Jahren war das. Ja, aber das habe ich jetzt im Vlog von Dena gesehen und Ja, das kommt ja. Ist schon krass.
Das kommt ja eh immer wieder vor, damit irgendwelche Abo-Treffen auch außer Kontrolle laufen, weil einfach so extrem viele Menschen sind. Also man muss sagen, Ja. die heutigen YouTube-Stars, das sind echt schon richtige, ja, Prominente. Das ist einfach so. Ich meine, wenn die es irgendwie ankündigen, Ja. ey, ja, wir sind hier und so, dann ist da eine riesige Menschenmasse, ne? Ja, das ist heftig. Ja. Ich meine, man muss ja sagen, die Gamescom finanziert sich ja eigentlich nur durch die YouTuber, ne? Ja. Ich glaube ganz ehrlich, ich glaube,